So, landschaftlich ist immer besonders schön da oben am Feierkogel. Man sieht ein bisschen Schnee, liegt da schon abseits zum Schneeschuhfahren dann rechts. Bin jetzt da nach dem Skifahren nur eine kleine Runde gegangen. Im Sonnenuntergang, den sieht man nur ein bisschen hinter mir. Jetzt werden wir uns noch den Berchtenlauf anschauen. Es gibt noch ein bisschen Flutlicht Skifahren und der Feuerwerk soll es auch geben. Mal schauen, was sie da tut. In der Edelheiweis-Hütten waren wir auch kurz, einen Apfelstrudel essen, kann ich auch sehr empfehlen. Sehr schöne Hütten, wenn ihr einmal da seid am Feuerkogel, unbedingt reinschauen.